Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Standort Berlin. Und heute ist ein ganz besonderer Tag. Vor 30 Jahren fiel die Mauer. Um diese Zeit ging es los. Da fing die Pressekonferenz von Schabowski an. 18 Uhr, 18.30 war sie zur Hälfte rum und sie war immer noch stinklangweilig. Und erst um 18.45 Uhr, vor 30 Jahren, ging es denn rund. Ich war dabei und ich weiß nicht, ob mein Gast dabei war. Wir werden ihn fragen. Roland Jahn ist heute hier. Herzlich willkommen. Aber schönen guten Tag. Der Beauftragte, so heißt es bei uns, der Beauftragte, das klingt so missionarisch. Aber weiter geht's, der Beauftragte für die Stasi-Unterlagen. Ja, der Beauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. So ja, das passt nicht bei uns rund. Und der Auftrag, Beauftragte ist ein schöner Titel, finde ich. Wo waren Sie denn am 9. um diese Zeit? Waren Sie zufällig im Saal und wir haben uns nicht getroffen? Nein, ich war im Senderfreies Berlin in der Redaktion Kontraste und habe dort die Pressekonferenz natürlich verfolgt. Wir haben immer in diesen Tagen das DDR-Fernsehen live verfolgt, weil wir ja wissen wollten, was gibt es Neues. Die Meldungen waren ja täglich andere und dieses Land war ja am Zerfallen und es sollte natürlich immer wieder ja, genau geschaut werden, was kam als nächstes. Und ja, in dieser Hinsicht war natürlich diese Pressekonferenz dann ein Termin, den man so ja, nebenbei verfolgt hat. Und als ich dann zuhörte, dachte ich, ich traue meinen Ohren nicht. Da kommen wir gleich drauf. Ich will nochmal unterbrechen. Sie waren beim SFB in West-Berlin. Aber Sie hatten schon eine lange Karriere in der DDR hinter sich, Karriere in Anführungsstrichen. Ja, natürlich. Meine persönliche Biografie war natürlich geprägt von dieser Mauer, von dem geteilten Deutschland. Ich habe in der DDR meine Meinung kritisch geäußert, bin ins Gefängnis. Sie kommen aus Jena, nicht? Ich komme aus Jena, das ist meine Heimatstadt, dort bin ich geboren, habe dort fast 30 Jahre gelebt und ja, habe dort auch immer wieder meine Meinung gesagt und das hatte Folgen. Ich bin von der Universität geworfen worden, ich bin ins Gefängnis geworfen worden und dann wurde ich auch noch außer Landes geworfen und so bin ich sozusagen im Westen gelandet. Für mich war das natürlich etwas, was gegen meinen Willen war, weil es ist mit Gewalt geschehen und in der Hinsicht war die Freiheit. Wie muss man sich das vorstellen? Wurden Sie gepackt? Ich wurde über die Grenze geschoben oder wurden Sie rausgekauft oder wie das früher üblich war? Lange Geschichte, sozusagen im Gefängnis. Machen Sie sie kurz. Im Gefängnis hatte man mich schon so weit, dass ich weg wollte. Und weswegen waren Sie im Gefängnis? Ich war wegen Missachtung staatlicher Symbole, nannte sich das, und öffentlicher Herabwürdigung des Staates. Haben Sie die Fahne zerrissen? Ich hatte ein kleines polnisches Fähnchen mit der Aufschrift Solidarność sozusagen an meinem Fahrrad und das war sozusagen den Staat zu viel. Und deswegen wurde das als Missachtung staatlicher Symbole gewertet. Und in dem Sinne ja, wurde ich dann zu 22 Monaten Gefängnis verurteilt. Und das ist natürlich ein Punkt, wenn dann der Anwalt sagt, wenn du rauskommst, holst dich niemand mehr ab. Deine Freunde gehen alle in den Westen. Dann bist du auch an einem Punkt, wo du sagst, naja, Ausreiseantrag ist eine Lösung. Dass der Anwalt bei der Stadtsicherheit war, Wolfgang Schnur, manche werden ihn kennen, dass er mir dazu geraten hat, diesen Ausreiseantrag zu stellen. Später der Chef von Angela Merkel. War natürlich nochmal eine Besonderheit. Aber das Entscheidende war ja dann nicht, dass ich dann einen Ausreiseantrag geschrieben hatte, sondern das Entscheidende war ja, dass ich wieder entlassen worden bin aus dem Gefängnis und dann ja, für mich dieser Akt der Entlassung aufgrund von Protesten im Westen besonders, aber auch im Osten, die evangelische Kirche, hatte sich für mich eingesetzt und diese Entlassung war dann natürlich ein kleiner Triumph und das war für mich dann klar, ich bleibe, das ist meine Heimat, dort will ich leben, nicht weil es der bessere Staat war, sondern weil dort meine Freunde waren, weil dort meine Familie war und das ist etwas, ein guter Grund zu bleiben und das hat man nicht akzeptiert.
studiert, sondern hat mich dann eines Tages aufs Amt bestellt unter dem Vorwand, hat mir mitgeteilt, ich müsse jetzt ausreisen, ich bin noch geflüchtet, und man hat mich dann in Knebelketten gelegt, sozusagen über die Straße geführt, und der Massenauflauf, der da war, den habe ich entgegengerufen. Nicht, dass er denkt, ich habe einen umgebracht, ich will bloß nicht in den Westen. Und nachts hat man mich dann... Sie haben gesagt, ich will bloß nicht in den Westen. Ja, bloß nicht in den Westen. Ja, wenn einer da gefesselt über die Straße geführt wird, ist das schon was, da kommt man sich vor wie ein Krimineller. Na, und in dem Sinne hat man mich dann nachts da an die Grenze gefahren und hat mich in Probstzella, das ist der Grenzübergang Richtung Bayern, hat man mich dann nachts in den Zug geworfen wie ein Stück Frachtgut, und dann war ich sozusagen in einer anderen Welt. Und dann stiegen Sie aus, kannten keinen Menschen. Ja, der Bundesgrenzschutz hat mich dann befreit aus dem letzten Abteil, wo man mich dann eingeschlossen hatte. Und ja, dann wurde ich dort sozusagen zum Bundesgrenzschutz gebracht. Und dann bin ich den nächsten Abend nach Berlin geflogen, nach Berlin-West geflogen. Dort gab es Freunde, die auch schon geflüchtet waren aus der DDR oder auch freigekauft waren aus dem Gefängnis oder auch über Ausreiseantrag in den Westen kamen. So eine kleine Jena-Enklave gab es da. Das waren Freunde, die haben mich aufgenommen. Aber die Freiheit des Westens war halt nur die halbe Freiheit. Das spürte ich spätestens dann, als meine Mutter am Telefon sagte, man hat uns unseren Sohn gestohlen. Also in dem Sinne stark geprägt von der deutschen Teilung, von dieser Mauer, dann als Journalist in West-Berlin gearbeitet, natürlich immer wieder auch mit dem Blick in Richtung Osten, so auch an diesem November da. Wie lange haben Sie da Ihre Mutter nicht gesehen? Ja, meine Mutter habe ich ein paar Jahre nicht gesehen. Obwohl sie Rentnerin war, durfte sie nicht ausreisen. Und dann kam aber... Sie durften auch nicht einreisen. Ich durfte nicht einreisen. Ich hatte bis ins Jahr 2000 hatte ich Einreiseverbot. So konnte ich in den Stasi-Akten sehen. Aber meine Mutter, die erst nicht reisen durfte, obwohl sie Rentnerin war, Rentner durften ja reisen. Die Arbeitskraft wurde nicht mehr gebraucht, also durften sie auch in den Westen reisen. Ihr hatte man das verboten, bis zu einem Zeitpunkt, wo man dachte, die Mutter kann ja auf den Sohn einwirken, dass er seine Aktivitäten gegen die DDR unterlässt, so hieß es. Offiziell hat man mit ihr gesprochen, und sie wurde richtig in den Westen geschickt, auf mich einzuwirken. Ich solle doch meine Aktivitäten beim Fernsehen einstellen oder auch beim Rundfunk, weil das war ja das, was die DDR gestört hat, dass ich da als Journalist gearbeitet habe, über Missstände in der DDR berichtet habe, mit Hilfe von Freunden, die die Informationen unter hohem Risiko aus dem Osten in den Westen schmuggelten. Das war sozusagen das, was wir da täglich gemacht haben, für freie Informationen sorgen, sozusagen die Mauer durchlöchern. Durchlöchern, genau. Und, so wie wir es ja auch gemacht haben. Richtig. Ja, aber das ist natürlich etwas gewesen, was sozusagen dann immer mit dem Gedanken war, vielleicht kann auch irgendwann mal diese Mauer zu Fall gebracht werden. Und in dieser Hinsicht war natürlich die letzten Wochen und Monate des Jahres 89 schon sehr, sehr spannend, weil gerade auch die großen Demonstrationen, die dort liefen. Da will ich mal dazwischen fragen, wann war der Tag gekommen, wo Sie gesagt haben, jetzt ist vorbei? Der 9. November war ja quasi nur so ein Schlusspunkt. Naja, war es der 9. Oktober, war es der 4. September? Ob Sie es mir glauben oder nicht, das war schon im Jahre 1987. Da habe ich zu einer Freundin gesagt, in 2 Jahren komme ich mit nach Ost-Berlin. Die ist da besuchsweise rübergereist. In 2 Jahren komme ich mit nach Ost-Berlin. Und das war sozusagen für mich sozusagen immer der Gedanke. Was war das, 87? Na, 87 war ja da eine war Honecker in Bonn, glaube ich. Da war Honecker in Bonn, und es hatte sich eine Opposition formiert, die irgendwo nicht mehr von den Ängsten der 53er-Jahrgänge geprägt war. 53
1953, die Niederschlagung des Volksaufstandes, hatte ja sozusagen sich über diese DDR gelegt. War die Angst vor den sowjetischen Panzern gewichen? Die Angst vor den sowjetischen Panzern war so groß, auch gerade bei meinen Eltern, die das immer wieder sagten, es lohnt sich nicht, Widerstand, Widerspruch lohnt sich nicht. Am Ende kommen die sowjetischen Panzer und walzen alles nieder. Und das war halt diese Generation auch der Kirchenleute, die ein bisschen älter waren, wie Stoll, wie Fork und so weiter, die sich durchaus eingesetzt hatten, auch für die Menschen. Aber die hatten immer Angst, dass sozusagen die Rebellion gegen den Staat am Ende in der Gewalt endet. Und in dieser Hinsicht spüre ich aber, dass 87 dann eine Generation da war, die angstfrei war, die sozusagen für sich gesagt hat, wenn ich bleibe in dieser DDR, dann müssen wir was tun. Und die haben dann angefangen, Untergrundzeitschriften zu drucken. Sie haben Tonbänder sozusagen aufgenommen von ihren Veranstaltungen. Sie haben die ersten Videodrehs gemacht mit Kameras, die ich rübergeschickt hatte. Und da habe ich gesehen, da wird eine Kraft sich entwickeln. Und eine Aber Bestätigung. Es ging nicht um Einheit. Nein. Es ging um die Modernisierung, Erneuerung der DDR. Da ging es erstmal um die Beendigung der Diktatur. Da ging es erstmal um Freiheit und Selbstbestimmung in der DDR. Und trotzdem gab es natürlich dann auch andere Signale noch. Meine Mutter hatte man zur Stasi bestellt. Als meine Oma gestorben war, hatte sie den Antrag auf Einreise zur Beerdigung für mich gestellt. Und das haben sie verweigert. Und dann hat man meine Mutter zur Stasi bestellt und hat wiederum gesagt, sie solle doch auf mich einwirken und dann würde vielleicht auch eine Reise zur Beerdigung möglich sein, wenn ich die Aktivitäten gegen die DDR unterlasse und so weiter. Meine Mutter hat nicht reagiert und dann sagte der Stasi-Mann zu ihr, naja, wir wissen sowieso, was ihr Sohn denkt. Der denkt, in 2 Jahren ist ja alles vorbei und dann kann er reisen, wie er will. Und das war für mich nochmal, als mir das meine Mutter mitteilte, so ein Signal, dass dieser Staat, diese Stasi auch selber nicht mehr dran glaubt, dass sie hier lange überstehen. Spannende Geschichte, erzählt von Roland Jahn, er kommt aus Jena, heute ist er Beauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der Deutschen Demokratischen Republik. Der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Ich wusste, dass ich was vergessen hatte. Und wir reden natürlich über den 9. November, heute vor 30 Jahren. Genau um diese Zeit lief die Pressekonferenz von Günter Schabowski und Roland Jahn war damals Redakteur beim Sender Freies Berlin. Damals noch freier Mitarbeiter, aber... Aber Sie hatten Dienst am 9. November und darüber reden wir gleich, wie der Tag anfing und wie er endete. Bis gleich. Zurück bei Standort Berlin, heute 30 Jahre Mauerfall, genau vor 30 Jahren. In dieser Stunde lief die Pressekonferenz von Günter Schabowski und kurz nach zehn vor sieben, da fielen dann die entscheidenden Sätze. Aber ich rede mit Roland Jahn, er ist Beauftragter der Stasi-Unterlagen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Wie fing der Tag an für Sie? Haben Sie was gerochen, gespürt, als Sie morgens in Ihr Büro vom Sender Freies Berlin gingen? Naja, also das entwickelte sich ja gerade die letzten Wochen und Tage waren geprägt von den Massendemonstrationen in der DDR. Es war ja nicht nur Leipzig, wo am 9. Oktober sozusagen die 70.000 den Durchbruch geschaffen haben. Auch ein paar Tage vorher in Plauen, wo die Kampfgruppen sich schon verweigert haben, gegen die eigenen Leute irgendwie vorzugehen. Das war ja auch eine der ersten Massendemonstrationen. Und es ging ja immer weiter. Montag vor Montag wurden das mehr Leute in Leipzig, dann der 4. November in Berlin, die große Demonstration auf dem Alexanderplatz. Davon war sozusagen auch die Stimmung in anderen Städten geprägt, in Jena, in Potsdam, überall fanden Demonstrationen statt. Und ich habe immer gedacht, irgendwann laufen die Demonstranten aus Leipzig durch bis zur Berliner Mauer und dann ist sie offen. Ja, es lag in der Luft.
also wenn nicht so viele Stasi-Leute dabei gewesen wären am 4. November auf dem Alex, da hatten sie ja meistens dann Schiss, wären die das vielleicht schon zum Brandenburger Tor gelaufen. Ja. Aber wie war das bei Ihnen? Haben Sie gebibbert und haben die Kollegen gesagt, hör mal auf, Roland, ja, du bist überdreht oder freust nein, dich? Nein, der ganze Sender fieberte eigentlich in diesen Tagen. Wir haben ja schon im Sender Freies Berlin auch nochmal Journalisten gehabt, hier in Berlin, die wussten, wie die Sache lief. Das war nicht der saarländische Rundfunk, wo man sozusagen nicht den Blick in die DDR hatte so sehr, sondern das war sozusagen der Sender Freies Berlin, der schon vom Namen her eine Botschaft war. Und in der Hinsicht ging es immer darum, auch den Blick sozusagen in diese DDR zu richten und vor allen Dingen auch das, was an kritischen Stimmen da war, auch dafür Raum zu geben. Und wir haben ja in vielen Kontrastesendungen schon über die Missstände berichtet, über die Umweltzerstörung, über den Städtezerfall und auch gerade über Menschenrechtsverletzungen. Und das Fass war am Überlaufen. Es war im Prinzip nur noch eine Frage der Zeit, wann diese Mauer fällt. Sie gucken zu, Sie sehen diese Pressekonferenz. Sitzen in Ihrem Büro, waren Sie alleine oder noch mit anderen? Naja, ich war in dem Moment alleine im Zimmer. Sie sehen das. Und naja, ich habe immer noch auch die Bilder von Ungarn und von der Prager Botschaft im Blick und so weiter. Und da wusste ich, es lag in der Luft, die müssen irgendwas machen mit Reise, sozusagen, dass das geregelt wird. Weil ansonsten war ja sozusagen die Prager Botschaft, jeder Zug, der in die Freiheit vor, hat dafür gesorgt, dass sozusagen schon wieder 4.000 neue Leute in Prag in der Botschaft waren. Und damit war klar, hier muss was passieren. Nachdem dann auch die Tschechen gesagt haben, das wollen wir uns nicht mehr antun. Die haben ja die Grenze in Richtung Westen aufgemacht. Ja. Also es lag in der Luft und ich habe die Pressekonferenz einfach so ein bisschen nebenbei gehört und auf einmal merkte ich, jetzt wird irgendwas passiert jetzt mit Reise. Und dann sah ich Schabowski, wie er diesen Zettel da bei sich hatte und da rumstammelte. Aber ich konnte es übersetzen und habe dann ganz laut gerufen, die Mauer ist offen, bin auf dem Gang raus. Flur gelaufen? Ich bin auf dem Flur gelaufen und habe gerufen, die Mauer ist offen. Und dann kam von hinten gerade der Fernsehdirektor Schettle, der sozusagen das hört und sagte, was, die Mauer ist offen, wir müssen eine Sondersendung machen. Und damit war klar, dass wir diesen Abend sozusagen im Sender Freies Berlin eine Sondersendung nach der anderen machen. Das heißt, niemand hat dazwischen gerufen, Roland, hör auf zu spinnen oder was? Nein, in diesem Sender war durchaus viel Sachverstand und alle wussten, dass es eine Frage der Zeit war, dass diese Mauer fällt und dass sie sozusagen dann noch ein bisschen mit das Ganze befördert worden ist durch Schabowskis Auftritt, das lag dann noch Sondersendung kam dann, Mompa kam ins Studio, war beim Lenkrad, goldenen richtig. Lenkrad, bei Springer. Mompa, aber auch der Oppositionsführer Diebken kam und so weiter. Und Mompa sagte dann so einen Satz wie, aber bitte kommen Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja. Wir können sozusagen das Verkehrschaos nicht bewältigen. Und damit hat er indirekt die Ostberliner aufgefordert, sie sollen doch kommen. Und damit war das sozusagen auch die vorweggenommene Öffnung für alle. Wann haben Sie Ihre Mutter wieder gesehen? Naja, eine Sondersendung nach der anderen. Und ich hatte das Privileg, dann im ersten deutschen Fernsehen gemeinsam mit meinem Fernsehdirektor die Bilder zu kommentieren von den Grenzübergängen, wie diese sagen, alle von Ost nach West strömten. Und als die Sendung dann vorbei war, bin ich natürlich los. Gegen den nach Strom, Jena gefahren? Gegen den Strom habe ich mich dann sozusagen durchgeschlängelt am Grenzübergang, der für mich ja die letzten 6 Jahre verschlossen war, bin ich dann einfach durch und bin dann nach Jena nach Hause zu meinen Eltern. Was war das für ein Moment? Ja, es war schon ein kleiner Triumph. Es war schon auch ein Hauch Genugtuung, dass die Arbeit sich auch gelohnt hat. Auch das Hoffen, das nie aufgeben, dass man doch was erreichen kann. Und das war, ja, die Wiedervereinigung in der Familie.
da, wo es drauf ankommt, dass die Menschen wieder zueinander kommen. Wissen Sie noch, was Ihre Mutter gesagt hat, als sie Ihren Sohn nach 6 Jahren wieder gesehen hat? Naja, sie war sehr erleichtert. Sie war sehr erleichtert und sie hatte das nie verkraftet, was man ihr angetan hat. Und das ist ja das Schlimme in der DDR gewesen, dass die Repression sich nicht auch immer gegen einen richtete, der vielleicht irgendwas gemacht hat, sondern dass es am Ende immer die Familien insgesamt ausbaden mussten. Und das war etwas, was sie dann sehr froh gemacht hat, dass sie natürlich ihren Sohn wieder auch zu Hause hatte und dann gehofft hat, dass sozusagen dieser Familie auch kein Unheil mehr angetan wird. Und dann war es ja auch vorbei mit der Repression. Und wenn Sie heute sagen, die Diskussion verfolgen, die DDR war kein Unrechtsstaat, was denken Sie dann? Ja, ich denke mir, warum verzichtet man auf den Begriff? Das leugnet ja sozusagen die realen Verhältnisse, weil ja schon in der Verfasstheit dieses Staates, in der Verfassung sozusagen drin steht, dass eine Partei die führende Rolle hat und der haben sich alle unterzuordnen. Und diese Partei hat den Staatsapparat genutzt mit der Staatssicherheit, mit der Justiz, mit der Polizei, mit den Grenztruppen, aber auch mit allen anderen staatlichen Institutionen, hat sie sozusagen ihre Macht gesichert und das Recht wurde sozusagen außer Kraft gesetzt, auch in Bereichen wie Zivilrecht, Verkehrsrecht und so weiter, wenn der Staat es wollte. Ich habe das auch gespürt beim Arbeitsrecht. Ich wurde, als ich im Gefängnis saß, entlassen, was das Arbeitsrecht nicht vorgesehen hat, sondern die Strafverfahren mussten erst abgeschlossen sein. Ich habe dagegen geklagt und man hat mir sozusagen die Grenzen gezeigt, man hat das Urteil bestätigt vor Gericht und dann kam der Stasi-Vernehmer zu mir und sagte, tja, haben Sie gesehen, Herr Jahn, es kommt nicht darauf an, wer Recht hat, sondern wer die Macht hat und die haben wir. Also in dem Sinne keine Chance sozusagen für das Individuum in diesem Staat. Die Willkür des Staates hat sich gegen das Individuum gerichtet und das Individuum war nicht geschützt. Und das ist sozusagen die Definition des Unrechtsstaates, so wie wir ihn übrigens auch im Duden nachlesen können als Begriff. Und deswegen sage ich klar und deutlich, wir sollten diesen Begriff auch verwenden, weil es auch die Menschen achtet, die dort gelebt haben, die Menschen, die es schwer gehabt haben, in diesem Unrechtsstaat zurechtzukommen, die sich einen Weg gesucht haben, auch zwischen Anpassung und Widerspruch, war ja nicht so einfach, sich jeden Tag zu entscheiden, wie verhält man sich. Und wir sollten auch gerade es als Unrechtsstaat benennen, weil wir dann dadurch die Würdigen, die Widerstand geleistet haben, auch die Würdigen, die am Ende für diese friedliche Revolution gesorgt haben. Und in dieser Hinsicht ist es sozusagen nicht eine Entwertung von Biografie, wie manchmal behauptet wird, wenn wir Unrechtsstaat sagen, sondern eine Hochachtung vor den Biografien der Menschen, die dort gelebt haben. Also Unrechtsstaat zu Recht bleibt bestehen, soll und muss bestehen bleiben. Aus der Geschichte, wie Sie gerade gesagt haben, wenn Sie heute am 30. Jahrestag denken, wie es heute in Deutschland ist, ist alles gut gelaufen? Natürlich hätte man vieles anders machen können, aber das Entscheidende ist doch, wir haben Freiheit, wir haben eine Demokratie, die man natürlich immer wieder verbessern kann. Aber diese Demokratie sichert uns sozusagen die Grundrechte, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit. All das können wir ja wahrnehmen, um auf das aufmerksam zu machen, was uns nicht so gefällt. Wir können wählen gehen, wir können die Leute, die wir nicht wollen, abwählen und können andere wählen. Das ist doch die große Chance. Wir können dieses Land selbst gestalten. So, und wir können auch die Probleme, die in diesem Land sind, da können wir selber mit anpacken, dass diese Probleme gelöst werden. Keiner hindert uns daran und das ist doch das Entscheidende. Also nicht so sehr auf blühende Landschaften gucken, sondern auf Wahrung des Rechts. Der Rechtsstaat ist die Grundlage dafür, dass wir uns beteiligen können an dieser Demokratie. Und ich sage, mitmachen, mitgestalten, da brauchen wir nicht zu nölen, sondern wir können sozusagen die Verhältnisse selber ändern. Ich meine, wir haben eine ganze Diktatur weggefegt und wir haben eine Mauer zum Einsturz gebracht. Das sollte uns doch auch genug Kraft geben, die Probleme, die heute bestehen, zu lösen. Ein Grund zu feiern, noch heute, 30 Jahre. Und jetzt, so ungefähr vor 30 Jahren, genau um diese Zeit, da stellte ein Journalist, der hier sitzt, die Frage ab sofort. Und da ging es los. Naja, das war ja ganz wichtig, dass das Ganze nicht wieder auf die Ewigkeit vertagt worden ist, sondern
dass auch von der staatlichen Seite her dann gesagt worden, ab sofort. Und das hat nochmal ein paar Zweifler sozusagen ermutigt. Aber für mich, bei aller Achtung von denen, die da im Einzelnen was befördert haben, entscheidend war, dass in den Tagen zuvor die Demonstrationen diese Republik ins Wackeln gebracht hat. Bewegt hat. Und am Ende hat nicht Schabowski und auch nicht der Grenzoffizier in der Bornholmer Straße, sondern die Menschen haben die Mauer zum Einsturz gebracht. Daran denken wir heute ganz besonders. Dafür danken wir auch allen, auch schon die, die in Leipzig, in Plauen, in allen anderen Städten der DDR schon auf der Straße waren, das vorbereitet haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie da waren, Roland Jahn, Beauftragter für die Stasi-Unterlagen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Das ist Ihr Titel ganz genau. Ich freue mich, dass Sie das geworden sind und ich freue mich, dass wir beide hier sitzen können und an diese Stunden vor 30 Jahren denken können. Und jetzt gehen wir feiern. Danke und tschüss, bis nächste Woche. Herzlich willkommen.